Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ganz, ganz wichtig, wenn von Ihrer Seite irgendwelche Fragen sind, wenn ich irgendwelche mit irgendwelchen Fremdwörtern um mich werfe, ich versuche das immer, das ganze Fachchinesisch freizuhalten. Ja, aber bitte kurz fragen und sagen, okay, was heißt das, was bedeutet das? Lachen tut ja keiner und dumme Fragen gibt es nicht, gibt nur dumme Antworten. Was muss ich bedenken, wenn ich mir ein Zinshaus kaufe? Was müssen Sie beachten, um ein beim Zinshauskauf? Super Frage. Also, beachtenswert beim Zinshauskauf. Ja. Weiß jeder, was ein Zinshaus ist? Nein. Gut. So, also ein Zinshaus ist im Grunde ein Mehrfamilienhaus. Ja. Und ein Zinshaus besteht eben aus mindestens mal drei, vier Wohnungen, die vermietet sind. Zeichnung kennt, soweit ich das weiß, im Rest von Deutschland keiner. Ich kannte das auch nicht, ich war mal 10 Jahre in Frankfurt. Das bedeutet im Grunde, dass dieses Haus einen Zins abwirft, nämlich einen Mietzins. Es wird also heute ja schon lange nicht mehr von einem Mietzins gesprochen, sondern nur von Miete. Ja, aber aus Sicht des Vermieters ist das eine Form von Zins. Also wo der Eigentümer einen Ertrag, einen laufenden Ertrag erzielen möchte. Ja, ist das damit erstmal beantwortet? Ja, Zinshaus? So heißt ja? Nein. Ja? Gut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt.